Schlangen sind gefährlich. Schlangen sind tödlich. Schlangen sind giftig. Schlangen erwürgen jemanden. Schlangen sind todbringend. Die Urangst des Menschen vor Schlangen. Kein Mensch möchte eine Schlange haben, obwohl wir ja schon öfter welche vorgestellt haben. Und nicht jede Schlange ist gefährlich, sondern es gibt auch ganz nette. Ich habe heute den Jens mal zu Besuch. Der zeigt uns die netteste Schlange, die zurzeit bekannt ist. Hi, Norbert. Hi, Jens. Schon da? Servus. Ich hatte noch gar nicht mit dir gerechnet. Ein bisschen Stau, aber alles super. Ja, ich komme ja aus Frankfurt. S2 in Duisburg. Kenne ich nur vom Schimanski. Bin ich endlich mal hier. Super. Ja. Danke Meistens für die sieht Einladung. Ein bisschen anders aus wie die Schimanski-Filme zeigen. Richtig. Aber ich glaube, jede Nein. Stadt hat so ein paar Ecken, wo man besser nicht gucken sollte. Trotzdem war der Schimanski gut, den habe ich auch immer gerne gesehen. Ja, ne? Aber wir haben heute ein ganz anderes Thema. Ganz anderes Thema. Du hast uns heute mal. Genau, pass mal auf. Freundliche Schlangen mitgebracht. Ja, normalerweise haben die Leute immer Angst vor Schlangen. Und diese ganzen Vorurteile sind sowieso immer sehr problematisch. Und bei einer Schlange ist nicht eine Schlange, sondern auch da gibt es gewaltige Unterschiede. Und ach, da hast du schon. Habe ich schon mal ausgepackt. Ja, schön. Ne? Wir haben jetzt hier eine Dionennatter. Warum hat die den Namen Dionennatter? Dione ist ja eine mythologische Sagengestalt aus der griechischen Mythologie. Und der Erstbeschreiber, der Herr Pallas, der dachte sich wohl, das ist eine hübsche Frau gewesen, eine nette Frau. Das war die Gattin des Frauen Zeus. Frauen sind öfter Schlangen, ja, habe ich schon ja, mal gehört. Ja, ich glaube, er dachte, ja, das ist eher das positiv. Aber wenn er das in der griechischen Mythologie hatte, heißt das für uns, die Schlange kommt in Griechenland vor? Eben nicht. Eben das nicht. Ist komisch, ne? Ja. Manchmal sind die bei ihren Beschreibungen nicht logisch. Ich habe hier die rote Form aus Vladivostok mitgebracht. Guck doch mal, wie der sich hier auf die Hand kuschelt. Dem gefällt das hier bei mir richtig gut. In Russland findet man die sogar in Komposthaufen. Da kannst du in den Garten gehen, einen Komposthaufen hochheben, da sitzen 20 Dionennattern drin. Ja, und Meinst die stehen dann wahrscheinlich gibt, auf die ne? Mäuse und die Regenwürmer da womöglich auch. Da gibt es die Mäuse die und die Regenwürmer. Dort gibt, ja. Genau, ja. Aber die Schlange ist eigentlich noch gar nicht so im Handel, oder? Das Komische ist, ja, sie ist seit den 70er Jahren bekannt und auch schon mal im Handel gewesen. Ja, wir hatten sogar schon mal eine, ja. Aber ist schon lange her. Nur da die kaum einer kannte, war da auch kein reges Interesse dran. Aber ich bin jetzt halt dazu angetreten, weil ich habe mich ein bisschen verguckt in diese Art. Weil ich finde, sie hat es eigentlich verdient, dass sie genauso bekannt ist wie andere schöne Arten, weil sie eben für Kinder und Einsteiger, die erstmal eine Schlange kennenlernen wollen und nicht gleich mit einer riesen Königspython oder so anfangen wollen, sondern das sind jetzt Männchen, die sind natürlich fast ausgewachsen, nicht sehr groß. Die Weibchen kannst du dir doppelt so dick vorstellen und 10 cm länger. Das ist eine handliche Größe. Da brauchst du auch kein riesen Terrarium. Für die Schlange reicht ein Meter Becken. 50 hoch, 50 tief. Dafür hat eigentlich jeder Platz. Der Jens hat natürlich recht. Das ist eine Einsteigerschlange, vielleicht auch für Kinder oder Jugendliche geeignet. Trotzdem muss ich sagen, es gibt keine wirklichen Einsteigertiere. Jedes Tier hat seinen Bedarf und jedem Tier muss bedarfsgerecht das Leben gegeben werden. Man kann also nicht sagen, ach, da ist eine einfache Schlange, da ist eine Einsteigerschlange, die tue ich einfach in eine Kiste rein, die braucht kein Licht, die braucht keine Wärme, die braucht das nicht. Doch, die braucht auch alles. Ja, aber normal ist es auch so, dass jedes Wildtier, was ich einfach greife, einfach nehme, das beißt mich. Da kann ich eine ganz kleine Eidechse nehmen, eine kleine Ringelnatter nehmen und ich fange die in der Natur, was übrigens verboten ist, haben wir aber früher gemacht, da war das noch nicht verboten. Die hat man gefangen und selbst so eine kleine Eidechse, die hat einen so heftig gebissen, die hing am Finger dran, hat überhaupt nicht mehr losgelassen. Und die sind auch Naturentnahmen? Und nein. Die sind schon Nachzucht? Das sind alles Nachzucht. Aber genau. Die Naturentnahmen beißen genauso wenig? Ja, genau. Und warum tun die das nicht? Das kann ich mir selber auch nur so erklären, dass es wohl evolutionär für sie keinen Sinn macht. Sie haben keine Giftzähne, sie haben keine großen Zähne. Wenn sie dich beißen,
sie können dich nicht verletzen. Aber sie laufen Gefahr, dass ihr Gegner sie verletzt. Also ist Flucht. Ja, aber doch ein Tier, was sich gar nicht wehrt, durchbeißen. Flucht. Das heißt, die muss ja Unmengen an Feinde haben und die muss sich ja super gut vermehren, damit die überhaupt die Population in der Natur noch sichergestellt ist. Kriegen die besonders viele Eier oder was passiert da? Nee, aber gut, dass du es ansprichst. Die legen nur 10 Eier. Aha. Es gibt nicht viele Feinde dort, wo die leben. Ach so. Ein paar Raubvögel, die aus der Luft kommen. Ansonsten, ja, mir fällt keins ein im Moment. Dann haben die wirklich ganz wenig Feinde. Dann hat die sich wohl dem Lebensumfeld so angepasst, dass sie gar nicht gefunden wird. In der Natur fressen die alles, was sie kriegen können. Insekten, also wenn sie klein sind, fangen sie sich Insekten, kleine Frösche. Ja, wenn sie Frösche, im Komposthaufen sind, wahrscheinlich auch Würmer. Würmer, genau. Schnecken. Und wenn halt später eine Maus, kommen sie auf den Geschmack. Ne? Aber hier bei uns, sie kriegen aufgetaute Mäuse in verschiedenen Größen. Das macht sie halt so praktisch. Ne? Es ist wie ein Hund. Du nimmst eine gefrorene Maus, taust die auf und fütterst sie. Jetzt hast du hier 2 Dionennattern. Da gibt es aber noch nicht mehrere Züchter oder so, die die anbieten? Oder? Wir haben in Deutschland 4 Züchter im Moment, grob. Der eine oder andere jetzt. Das ist schwer übersichtlich. Ist ja übersichtlich, nicht? Aber ich merke auch, durch meine Homepage, die Tiere werden immer beliebter und die Nachfrage steigt. Ja, aber allerdings macht euch da nicht viel Hoffnung drauf, eine zu kriegen. Denn die legen nur 10 Eier. Das heißt also, das wird jetzt kein Massentier, was demnächst den Markt überschwemmen wird. Man wird schon nachsuchen müssen, wenn man eine haben möchte. Genau, aber man fängt klein an und je mehr sich dafür interessieren, umso mehr wird es ja auch gezüchtet. Also ich würde mich da schon mal für interessieren. Wenn du einen der Züchter motivieren könntest, mal uns Jungtiere anzubieten, ja, oder klar, wenn du welche hast, sagst du Bescheid, damit ihr demnächst auch bei uns diese Schlangen kriegen könnt. Noch eine Frage, wie alt können die werden? Ich weiß, da gibt es eine riesen Spannbreite, wie bei Menschen auch. Nee, ist gar nicht so groß, das geht. Ja. Also die älteste mir bekannte wurde 25 Jahre alt. Das ist schon allerhand, ja. Also 20 werden sie eigentlich immer bei richtiger Pflege. Du zahlst so zwischen 100 und 120 Euro. Die Schwarzen natürlich mehr, weil die sind sehr gefragt. Ja, Schwarz, ja gut, ne? Da gibt es ja nun mal immer Unterschied. Genau. Da sagen dann viele, boah, eine Schlange 100, 120, womöglich 150 Euro. Das ist viel, aber dann müssen wir das mal durch die nächsten 20 Jahre teilen. Und auch dann ist das ganz sicherlich ein übersichtlicher Betrag. Ihr könnt mir ja mal in den Kommentaren reinschreiben, ob ihr an solchen Tieren interessiert werdet, ob wir sowas demnächst im Programm aufnehmen sollen oder nicht, wie euch die Sendung überhaupt gefallen hat. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ich finde das mal ganz toll, dass der Jens mit seinen Tieren vorbeikam, mit Tieren, die nicht diese sogenannte Handelsware sind, die überall verscherbelt werden und angeboten werden, sondern mal was ganz Besonderes ist. Allerdings können wir die natürlich nur dann zeigen, wenn jemand von euch mal bei uns vorbeikommen will und mal ein spannendes Tier vorstellen will. Ihr schreibt mir sicherlich in den Kommentaren, wie gut euch das gefallen ist, hier unten rein. Ich gebe euch gerne Antwort wieder darauf und dann sehen wir uns demnächst wieder.